Hallo zusammen, ich bin Daniele. Hallo zusammen, ich bin Claudia. Wir haben uns vorgenommen, eine Woche lang kein Fleisch zu essen. Und darum stellen wir uns jetzt die Frage von der Redaktion. Weil wir sehr oft zusammen sind beim Mittagessen und uns ist irgendeinmal wirklich einfach aufgefallen, dass wir irgendwie auf jedem Gericht oder jedem Gericht, das wir gegessen haben, einfach immer Boulet drauf haben. Die Idee war einfach mal, das auf eine Woche zu fixieren, weil wir gefunden haben, das schaffen wir sicher. Das stimmt nicht, glaube ich. Das habe ich eben, also genau das habe ich eben auch gedacht. Bevor ich diese Woche gestartet habe, habe ich gedacht, ah, das ist ja mega einfach. Ich koche ja sowieso vegetarisch daheim. Aber es ist eben trotzdem eine Herausforderung, vor allem wenn man auswärts essen oder wenn es irgendwie um Fastfood geht, um Sandwiches. Man hat halt einfach nicht immer das können essen, wo man vielleicht gerade Lust drauf hat. Das hat nicht unbedingt etwas mit Fleisch zu tun, sondern auch, wenn wir irgendwo einen sind essen und du schaust die Veggie-Alternativen an, dann ist ja trotzdem, hat es auch überall irgendwie Tofu drin. Also jetzt nicht überall in jedem Restaurant, aber dort, wo wir jetzt halt normalerweise gehen. Und dann hat man halt vielleicht an dem Tag nicht Lust auf Tofu. Also ich glaube, ich habe tatsächlich Geld gespart im Fall. Wirklich? Ich weiß gar nicht. Also nicht insgesamt. We all know the reasons. Wir haben wieder kompensiert. Natürlich. Aber ich glaube, also wenn man jetzt beispielsweise in so Kantinen auch oder generell, ist ja eigentlich die Mahlzeit ohne Fleisch schon immer auch ein Batzen billiger. Mhm. Also ich habe es hier und dort schon gemerkt, doch, das glaube ich schon. Ja, aber also wie machen wir das jetzt? Sorry. Ja, also wir haben, ja, nein, wir haben es nicht geschafft. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Aber? Also wir haben es geschafft im Sinne von, wir haben den Tag, wo wir es gemeinsam nicht geschafft genau. haben. Genau, aber wir haben es sogar noch abgemacht. Ja, also wir sind dort gestanden und haben einfach gesagt, hey, nein, sorry, wir mögen jetzt einfach nicht den Tofu essen, wo ein Veggie-Gericht ist. Wir möchten jetzt etwas anderes essen und dann haben wir einfach gemeinsam entschieden. Heute essen wir jetzt einfach zum Mittag einmal das Boulet. Das eine. Dafür haben wir dann wirklich einfach diese Woche nachher noch verlängert, um 2 Tage. Schon. Also ich kann es mir schon vorstellen, ja, aber im Moment glaube ich nicht. Also aber das war auch wie nicht das Ziel, gewesen, oder? Also ich meine, da werden uns jetzt wahrscheinlich x Leute verfluchen, ja. Das ist auch okay. Ja. Ich kann jetzt gerade unten in die Kommentarspalte schreiben. Unten dann, sie beantwortet. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns halt einfach jetzt einmal endlich, nein, aber dass man sich bewusst wird, halt wirklich, wenn konsumiert man Fleisch, wo kommt es her? Ich glaube, so das Deklarationszeug haben wir auch öfters diskutiert in dieser Woche. Finde ich auch noch wichtig. Und sich dann halt viel mehr darüber freuen, wenn man dann mal Fleisch isst. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen das. Das ist wie mein Ziel. Ja. Also mir hat das Experiment auch so ein bisschen gezeigt, dass man dann doch eben noch so ein bisschen tiefer graben muss, auch dass du dann irgendwie die Freude am Essen kannst aufrechterhalten kannst. Mhm. Ja. Also dass du dann so beweist, hey, heute freue ich mich, das und das zu machen. Genau. Und ich glaube, das können wir im Moment noch nicht. Also sozusagen, da müssen wir es länger machen. Ist generell schwierig, muss ich sagen, bei mir jetzt. Aber ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube wirklich, da müssen wir es wirklich länger machen und sich wirklich auch richtig informieren, was für Alternativen habe ich. Das ist tough, da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich würde, glaube ich, wogen zu behaupten, wenn wir das machen, muss ich mich intensiver noch mit dem Thema auseinandersetzen. Ich würde von mir wogen zu behaupten, ich könnte nicht heute einkaufen, effizient einkaufen und dann gerade einfach von dem zu leben. Das würde ich, glaube ich, nicht schaffen. Aber nicht, dass wir es nicht machen. Das könnte man eigentlich machen. Nicht, dass wir es nicht machen. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Vorlauf. Es geht mir einfach alles ein bisschen schneller. Gell? Es ist mir jetzt einfach ein bisschen zu viel. Aber das könnte man eigentlich machen.
Aber ich habe das Gefühl, ich würde dann so einseitig essen. Machen wir. Dann. Machen wir dann. Ist live eigentlich? Live auf Facebook. Facebook live, alle so hey. Bildungslücke mit Detour. Bringe ich jeden ganzen Tag auf die Toilette. Nein. Ich weiß gar nicht, ob das die Antwort auf die Frage war. Überhaupt nicht. Ich weiß die Frage gar nicht. Es ist einfach nicht die Antwort. Hätte ich jetzt alles mit Kohl kompensiert, wäre es mir richtig mies gegangen. Aber ich finde es eigentlich grundsätzlich etwas Gutes. Aber eben, das heisst ja noch lange nicht, eben, dass ich das dann mache. Das ist komisch, das ist eine richtig schlechte Antwort. Wenn du jetzt irgendwie würdest zu deinen Eltern heim oder wenn du jetzt dort heimgehen würdest und sagen, hey, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das wäre voll easy. Wirklich? Natürlich wäre es easy, klar. Ich glaube auch nicht, dass das heute noch ein Thema ist. Ich glaube, das hat einfach auch wieder mit Bildung zu tun. Oh, ja. Oh shit, kannst du das ausschneiden?